Hey, liebe Leute, und willkommen. Hier sind wir. Angekündigt habe ich es ja. Wir sind wieder in meinem RPG Maker Projekt. Gera, ich hoffe, das Sound ist gerade nicht zu laut. Keine Ahnung, ich stelle mal ein bisschen leiser. Wir machen heute. Heute ist auch noch keine Facecam, weil ich das erst machen will, sobald ich hier wirklich aktiv mit euch dran arbeite. Nur die Sache ist, wenn ich euch alles präsentiere hier, ja, und also mit euch hier dran arbeite, alles überarbeite und auch dann am Ende weitermache am Ende, ja. Wir sind aktuell an diesem Punkt hier und hier muss ich auch dann irgendwann noch weitermachen, ne, logischerweise. Und ja, das Ding ist, dann wäre es ja wahrscheinlich schon nützlich, wenn ihr vorher zumindest mal alles kennt, was ich bisher gemacht habe. Gut, alles kann ich euch leider nicht zeigen. Wie gesagt, es ist insgesamt relativ viel verloren gegangen über die Zeit. Und es wird mir doch schon sehr schwer fallen, jetzt euch das alles zu zeigen. Ganz einfach, weil es mir mittlerweile eigentlich fast schon peinlich ist. muss ich ganz ehrlich sagen, weil also vieles von dem, was ich mir überlegt habe, hat, muss ich jetzt mal so eingebildet sagen, hat wirklich Potenzial, das auf alle Fälle. Ich würde sogar sagen, einiges davon hat viel Potenzial. Nur das Problem ist, die Umsetzung, daran ist es halt immer gescheitert, weil, ich sage nochmal, wie ich es in dem Introduction-Video schon gesagt habe, als ich angefangen habe, dieses Projekt zu machen, war 2011. 2011 war ich 13 bis 14. Und das war so das Jahr, in dem ich so 60% von dem, was jetzt gerade existiert, gemacht habe. Und danach habe ich über die Jahre hinweg immer mal wieder ein halbes Jahr, nachdem ich ein Dreivierteljahr Pause hatte, mal einen Monat dran gearbeitet oder so und dann immer wieder bla, musste mich immer wieder neu reinfuchsen, dann wusste ich nicht mehr, wie das geht und das geht, und durch dieses nicht konstante Arbeiten und auch über so viele Jahre hinweg, wo man immer mehr an Erfahrung verliert und immer mehr, was man sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, dann doch scheiße findet und so, und da ändert sich halt einfach viel und das merkt man hier, deswegen, so wie es aktuell ist, ist es mir wirklich schon fast peinlich, das zu präsentieren, aber deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte zusammen mit euch in der Aufnahme gerne dann alles überarbeiten, nochmal von vorne bis hinten, grundsätzlich alles so belassen, aber vertiefen, korrigieren, verbessern, viel hinzufügen zwischendrin, weil die Sache ist, mein Ziel war eigentlich so ein Prolog, also allein der Prolog, ja, der geht jetzt gerade, wenn ich durchrushe und die Gespräche überspringe, dauert der vielleicht eine halbe Stunde maximal. Ich würde aber gerne schon so einen Prolog haben, der so 2-3 Stunden dauert, bis man dann so richtig ins Spiel geworfen wird. Und da muss ich entsprechend noch viel überarbeiten, das werdet ihr sehen, also bitte. Das, was ich euch jetzt in dem und wahrscheinlich den nächsten 2 bis 3 Videos, ich werde mir jetzt auch gleich einen Timer stellen, präsentiere, das spiegelt in keiner Weise mein aktuelles Verständnis, meine aktuellen Vorstellungen und generell das Endprodukt erst recht nicht wieder. Das möchte ich unbedingt betonen, weil es wird sich wirklich viel verändern. Also ich bin mit dem, was ihr hier sehen werdet, selbst absolut nicht mehr zufrieden und habe das, wie gesagt, in einem Raum von 13 bis 16 Jahren oder so entwickelt. Also nicht 13 bis 16 Jahre, sondern mein Alter, 13 bis 16. Deswegen, ich muss mich da jetzt gerade wirklich so hart rechtfertigen, weil ihr werdet merken, da stinkt einiges echt zum Himmel und stinkt nach Anfängerprojekt. Ganz, ganz doll. Und das ist mir bewusst, ja? Ich will nur nochmal sagen, das ist mir bewusst. Außerdem möchte ich nochmal anmerken, hier oben links sieht man es, es ist jetzt der RPG Maker 2000 Value, die neue Version, die auf Steam rausgekommen ist. Und da hat sich einiges geändert, weswegen einige Kommandos nicht mehr funktionieren, einige Textboxen aus mir unerklärlichen Gründen verschoben sind und so weiter. Also es werden viele Fehler jetzt auftauchen, die so in der Form eigentlich nicht mehr existiert haben. Und viele Sachen, die ich auf meinem alten PC noch korrigiert habe, würde es auch geben, die aber mit meinem alten PC gestorben sind. Also das einzige Backup, was ich noch gefunden habe, ist von 2015. Also falls ich innerhalb der letzten 2 Jahre was gemacht habe und da gab es definitiv was, inklusive einiger Fixes, dann ist es ganz einfach weg. Das ist sehr schade und kacke, und deswegen bin ich ja bereit, es nochmal neu zu korrigieren. Und jetzt legen wir los, zoom in, Julian, und der Timer startet. Okay, es kann sein, dass es nicht ganz flüssig läuft. Ich will das nochmal überprüfen. Das merkt man ja beim Start schon, dass
Na gut, jetzt ging es einigermaßen. So. Der Titelbildschirm, da weiß ich noch nicht, ob ich da groß was ändere, weil, also das Artwork wurde mir damals, ich werde hier viel kommentieren, ja, mega viel kommentieren, weil das ist jetzt wirklich, ich möchte euch bei allem so ungefähr sagen, was habe ich mir dabei gedacht und was möchte ich daran ändern. Das ist jetzt schon so ein bisschen so, ja, Korrekturlesung mit das und das wird definitiv noch geändert und was habe ich mir dabei, bla bla bla. So, es ist halt DevCom, ja, Developer Commentary, das muss euch bewusst sein. Es ist nicht nur Präsentation. Gera an sich, das habe ich ja im letzten Part schon gesagt, ist sozusagen eigentlich der Nachfolger von einem Spiel, was ich nie fertig gemacht habe. Das Artwork, was man hier sieht, das ist der Hauptcharakter Ray in seinem Outfit mit dem Schwert, was man voraussichtlich sehr spät im Spiel erst bekommt. Und das wurde mir damals im Multimedia Access Forum von der Userin Innocentia gezeichnet. Damals noch for free, inzwischen macht sie das nicht mehr for free. Ich hatte angefragt wegen Artworks für die anderen Hauptcharaktere, habe dann halt Preislisten bekommen und konnte mir das damals als relativ junger Schüler halt einfach nicht leisten. Deswegen habe ich es erstmal abgelehnt. Aber sollte ich dieses Projekt jetzt wirklich nochmal neu aufgreifen, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal auf sie zurückkommen, höchstwahrscheinlich. Großartige Zeichnerin, ich habe auch andere Werke von ihr gesehen, wirklich das. Das gefällt mir auch sehr gut. Und trifft halt sehr gut den Stil. So. Simpler Schriftzug und alles sieht man ja. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf neues Spiel. Wir werden hier viel Copyright-Musik hören, aber alles eigentlich meistens in MIDIs. Und wie gesagt, ich werde viel kommentieren. Es ist nicht so wie ein Let's Play, dass ich jetzt hier bei Sequenzen dann immer ruhig bin und so. Am Anfang läuft der Hauptcharakter, der da noch nicht jetzt dieser gekennzeichnet ist. Hier. Bei diesem Ort, das ist eine Kampfschule lang. Ja, wie man gerade sieht. Ja, ein bisschen alles mysteriös gemacht, dunkel und so weiter. Gibt viel, was man hier auch noch anpassen kann, aber ich glaube, an dieser Szene werde ich tatsächlich bis auf den Dialog nicht großartig viel ändern. Es ist ein bisschen eine Vor. Boah, ist das gerade laut. Das ist mir, glaube ich, noch zu laut. Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen leiser machen. Es ist halt so eine, wie nennt man das nochmal? Also es zeigt eine Szene, die in der Form erst später im Spiel auftaucht, direkt im Intro. Nur später im Spiel taucht sie dann noch weitaus umfangreicher und logischerweise auch begründet auf. Er geht also in der Nacht in diese Kampfschule und hier ist der Kampfschulleiter Gen. Das war übrigens auch der Hauptcharakter in dem ersten, wovon das hier sozusagen der Nachfolger ist, also Pass. Da war Gen der Hauptcharakter, den man da gespielt hat. Und der hat sich dann zur Ruhe gesetzt und diese Kampfschule gegründet, die hier gerade zu sehen ist. Und Ray findet dann im Laufe des Spiels hier halt was raus und findet das nicht so geil. Und ja, da geht er hin. Gen halt gefragt halt, was willst du hier, Ray? Gen, du weißt, was ich will. Ich kann die Dialoge gar nicht vorlesen, weil die mir mittlerweile so peinlich sind, weil die so schlecht geschrieben sind eigentlich. So im Intro hier ergibt das, ihr könnt hier mal kurz selbst mitlesen, später lese ich dann mehr selbst mit, vor, Gott, ich kann halt nicht reden, aber das Intro jetzt nicht, redet halt viel, was erstmal zusammenhanglos erscheint. Ray ersticht ihn dann, und damit hört das Intro auch schon auf. Endlich ist der Tag gekommen, heute werde ich das Dorf verlassen, um die Kampfschule zu besuchen. Ich hoffe, dass nichts schief geht. Ich sollte mich von allen verabschieden und alles erledigen, was ich noch erledigen muss. Wir bekommen eine To-Do-Liste, die können wir uns anschauen. Und hiermit ist quasi das Intro vorbei. Der Prolog nicht, aber das Intro. Und wenn ich jetzt nicht so viel drum rumgeredet hätte, wären das statt den 4 Minuten, die ich jetzt gebraucht habe, vielleicht maximal 1 Minute gewesen. Und da merkt ihr schon, das geht nicht klar. Bei einem soliden RPG, speziell was in Richtung JRPG geht, sollte man auf jeden Fall kein Intro haben, was nach 1 Minute vorbei ist. Das funktioniert so einfach nicht. Ich muss mal ganz kurz meiner Mutter auf eine WhatsApp-Nachricht antworten. Will ich was zu essen? Ist schon zu spät für Sushi? Fragezeichen. Okay, geht weiter, zurück zum Spiel. Oh, jetzt habe ich den Timer weggemacht.
Wir starten hier in dem Dorf Valencia. Das ist also das Heimatdorf von Ray. Man sieht hier, das ist relativ runtergekommen. Wenige Häuser, also im Prinzip, das war schon das ganze Dorf. Es gibt hier oben noch einen Nordteil, da kann man jetzt allerdings nicht hin. Da sagt er auch, ich muss da nicht hin, weil er da nicht hin muss. Da oben befindet sich nur der Friedhof, denn in dem Dorf haben wir mehr Leute gelebt, aber die sind alle tot im Friedhof, dementsprechend. Ist ein kleines Dorf hier rechts, da steht ein Haus, das deutet noch so ein bisschen an, dass es da im Osten noch weitergeht. Es ist schon zu spät für Sushi, Scheiße. Mann, ich habe ein Komma vergessen. So, sorry, darauf wollte ich mich gar nicht weiter konzentrieren. Wir haben hier nur wenige Einwohner, mit denen wir jetzt irgendwie interagieren und auch wenig zu tun. Und auch hier muss ich sagen, es ergibt von vorne bis hinten nicht so viel Sinn. Klar, er bricht jetzt hier zur Kampfschule auf und man kann sich die To-Do-Liste hier anschauen. Er will sich bei jedem verabschieden, er braucht seine Geldreserven, ein Fläschchen Quellwasser für unterwegs, damit er halt nicht verdurstet quasi, einen kleinen Vorrat Nahrung ebenso, nicht zum Verhungern und dann ab zur Kampfschule, weil das ist halt logischerweise nicht modern. Er kann jetzt nicht irgendwie mit dem Taxi wohin fahren oder so. Und die Kampfschule ist auch ein bisschen weit weg, auch auf einer anderen Insel und da ist es halt lange Reise, die man allerdings in der Form nicht miterlebt. Und ich sehe schon, die Framerate ist gerade nicht so gut. Keine Ahnung, woran das liegt, aber das ist für gewöhnlich nicht der Fall. Wir können mal ganz kurz in sein Haus gehen. Hier geht die wieder. Keine Ahnung, was gerade los ist mit dem Programm. Ja, und das ist auch so eine Sache irgendwie. Man fragt sich hier jetzt, okay, wer ist der Typ, den ich hier spiele? Warum will der zur Kampfschule? Zu welcher Kampfschule? Wer sind die Leute hier? Was ist das für ein Dorf und so weiter? Diese ganzen Fragen, die ich einfach nicht beantwortet habe. Und das möchte ich natürlich ändern. Warum die Kampfschule, warum er die besucht, das möchte ich auch noch nicht beantworten. Das erfährt man in einer späteren Szene, die da auch ganz gut hinpasst. Das möchte ich Ihnen so. Oh. Ansatzweise beantworten. Hier ist noch ein kleines Amulett. Auch hier plötzlich ganz anders noch. Hier liegt einfach ein Amulett und steht da, ein Stärke-Amulett wurde ihrem Inventar hinzugefügt, geht weg, kein Sound und es ist weg. Habe ich später im Spiel Guide ganz anders geregelt. Also, wie man wirklich merkt, wie ich selbst diese Nachrichten, wenn man ein Item bekommt oder so, oder die Textboxen halt über das Spiel hinweg ändere. Dass es halt nicht einheitlich ist. Und das ist was ich unbedingt überarbeiten muss. So, hier drin haben wir ein leeres Fläschchen, das brauchen wir gleich noch. Hier sind unsere Geldreserven drin und mehr kann man in dem Haus auch schon nicht machen. Dann, wie gesagt, hieß es, wir brauchen Quellwasser, also füllen wir das Fläschchen, was wir gefunden haben, mit dem Quellwasser, so. Hier haben wir einen Kater namens Tugis, der miaut halt. Auch hier dieses in Sternen hungriges Miauen, erstmal das Miauen klein geschrieben, was groß geschrieben werden muss und ja, das ist einfach dieses in Sternen, keine Ahnung, das hat man so geschrieben, wenn man mit 14 gechattet hat oder so. Wenn man müde war und dann Sternchen gehen, Sternchen oder so, wisst ihr, das ist halt von damals oder so wie sie hier redet. Das hat man damals so geschrieben, das würde jetzt kein Mensch mehr schreiben und das würde man auch in einem JRPG, was man sich jetzt für Konsole kauft oder so, definitiv so nicht finden. Deswegen, das sind Dinge, die, ja, das bedarf einfach definitiv einer Änderung und einer Anpassung. Wo ist Joseph? Ach, da hinten, hinterm Baum. Auch das Gespräch, das ist so. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Auch hier hat man eine kleine Nebenquest, die kann man am Anfang annehmen, die ist aber von vorne bis hinten einfach sinnfrei, woran ich auch was ändern möchte. Der Typ hier, der sagt einfach, oh, ich habe mich verletzt, oh, hier, nimm das Geld und mach was Gutes damit. So. Dabei redet er mit einem, als hätte er einen noch nie gesehen. Aber wenn man bedenkt, dass das hier Rays Heimatdorf ist und sich anschaut, wie unfassbar klein das ist, ist es durchaus nicht logisch, wenn dieser Typ einen nicht kennt. Was ich also definitiv auch noch zu überarbeiten habe. In dem Häuschen hier lebt nur eine kleine Oma. Das ist irgendwie auch der einzige Mensch, von dem man sich hier wirklich verabschiedet. Ich meine, diese Miriam, die draußen war, die hat nur gesagt, hey, ich spiele mit Tugis. Und der Mann sagt nur, oh, ich bin verletzt. Und die ist die Einzige, die sagt, ah, oh, Jungchen, Jungchen, ich wünsche dir wirklich eine gute Reise. Auf Wiedersehen. Wir werden uns schon wiedersehen, Jungchen. Ja, Jungchen, das werden wir, die Frau Schmitz. Und das war's.
Das ist einfach so, keine Ahnung, dieses Dorf hier kann man innerhalb von 2 Minuten abschließen und das macht es damals einfach so vergesslich. Ich meine, wenn das Spiel dann wirklich ein paar Stunden ist, lang ist und jemand hat hier 20 Stunden Spielzeit, dann wird sich doch niemand mehr an dieses Dorf erinnern. So, hallo Joseph, er genauso, Charakter, der einfach strange ist, aber ich glaube, an ihm hier würde ich noch mit am wenigsten ändern. Hey Joseph, ich wollte mich noch bei dir, bring mir einen Apfel. Hä? Dieses Hör mit drei Fragezeichen, auch eine Sache, die ich unbedingt ändern muss, die einfach so nicht mehr funktioniert. Dann hier, man geht nur in dieses kleine Grasgebiet neben der Stadt hier. Das ist zwar kein Dorfgebiet mehr im Prinzip. Hier ist nur so ein Händler-Dude und ja, ist halt eine Wiese und so. Aber das Ding ist, plötzlich ändert sich schon die Musik. Für nur so einen kleinen Mapwechsel auf ein Gebiet, was nur eine Map hat. Auch eine Sache, die ich gerne anpassen möchte. Und auch hier findet man den Apfel, der zwar schon ein bisschen kacke aussieht. So, hier findet man noch einen Typen, zu dem man absolut keine Verbindung hat, aber trotzdem, Händler, hey Ray, ich hab gehört, dass du gehst. Hier, nimm diesen Vorrat mit. Okay, ciao. Und damit ist es gegessen. Das funktioniert so einfach nicht. So, ich kaufe jetzt Bandagen für den Typ, der sich verletzt hat, aber ihr werdet gleich merken. Das bringt nichts. Die haben jetzt 50 gekostet von den 75 Goldmünzen, die er mir gegeben hat. Liedwechsel schon wieder. Ich gehe jetzt zu ihm. Gebe ihm die Bandagen. Das Einzige, was es bewirkt, ist. Danke für die Bandagen. Mir geht's jetzt besser. Danke. Die 25 Goldmünzen Restgeld könnt ihr behalten. Habe ich gerade richtig gelesen, dass das könnt ihr behalten, klein geschrieben war? Eieiei. Ja, Punkt. Keine Erfahrungspunkte, keine sonstige Belohnung, einfach nur im Prinzip, ich hätte die 50 Goldmünzen auch einfach behalten können und hätte 75 Goldmünzen von ihm geschenkt bekommen. Es hat nie wieder eine Auswirkung irgendwie auf das Spiel. Was allerdings wirklich eine Auswirkung hat, und das ist vollkommen optional, ist, wenn man Tierfutter kauft von diesem Geld und das Tugis gibt. Der fühlt sich dann richtig geil, wenn man ihm das gibt, ne, schnurrt. Deswegen war vorher diese Anspielung hungriges Miauen, um halt zu sagen, Digga, gib ihm was zu fressen. Und das ist auch sehr relevant, denn wovon Gera lebt, und das ist so ziemlich das Hauptfeature, das werdet ihr dann noch im Laufe, mein Timer ist schon wieder weg, im Laufe dieses Tests sehen. Es lebt hauptsächlich davon, sich eine große Gruppe zusammenzustellen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob euch das Franchise Suikoden was sagt, großartige JRPGs. Und dass es davon so ein bisschen abgekupfert wird, weil ich dieses Spielelement einfach so sehr geliebt habe, da, dass ich etwas dergleichen einfach dann unbedingt auch hier einfügen wollte. Es geht am Ende darum, also grundsätzlich in Gera läuft es irgendwann darauf hinaus, relativ früh eigentlich am Ende des Prologs, also hier dann jetzt schon in 20 Minuten oder so, was eigentlich sonst nicht der Fall sein sollte, dass man sozusagen sich selbst eine Rebellenarmee aufbaut, die versucht, was Großes zu verhindern und was Beschissenes zu stürzen. Relativ simpler Plot damit, aber man wird schon noch mit der Zeit merken, also da steckt dann schon noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, und für diese Armee, die man quasi zusammenstellt, hat man halt dann nicht einfach so seine vier Hauptcharaktere und dann 1000 namenlose Soldaten, die plötzlich da sind, sondern der Sinn ist es wirklich, jeden einzelnen dieser Armee, die man aufstellt, wirklich in der Welt zu rekrutieren. Also wirklich, dass man selbst dafür sorgt, dass man diese Armee aufstellt. Das heißt, man hat irgendwann so nach ein paar Spielstunden halt ein relativ, also eigentlich nachdem man das erste Mal eine große Gruppe von wichtigen Leuten rekrutiert hat, eine bestimmte, was noch so halt, wo man mit der Story halt hingeleitet wird, danach hat man eine ziemlich offene Welt. Und die Aufgabe ist es halt, diese Armee zusammenzustellen. Und da wird man immer wieder in einer beliebigen Reihenfolge auf Gruppen treffen, für die man halt diverse Sachen erledigen muss oder anders mit ihnen interagieren muss, um sie zu überzeugen. Oder teilweise trifft man Bösewichte, die man umstimmen kann oder töten kann. Also insgesamt bezieht sich das dann auf 101 Charaktere, die man zu rekrutieren hat oder rekrutieren kann für die Armee, wovon allerdings nur die Hälfte wirklich storyrelevant ist. Das heißt, mein Ziel ist es wirklich, eine große Welt zu erschaffen, bei der es sich auch lohnt, sich umzusehen und auch an alte Orte wiederzukehren, um eben diese anderen 50%, die eben nicht storyrelevant sind, ja, zu rekrutieren. Halt vollkommen optional, was sich dann eben später auf den Erfolg der ganzen Sache auswirkt und darauf, wie groß der Stützpunkt dann am Ende ist, was man da halt alles erreichen kann und so weiter und was für Features man damit so erlebt. Wenn man jetzt zum Beispiel
einen Typen kennenlernt, der sich gut, keine Ahnung, der ein Instrument spielt, dann kann der vielleicht das Kampflied ändern und so, wisst ihr? Oder wenn man eine Schneiderin rekrutiert, die Zina hieß sie, glaube ich, dann kann man halt sein Outfit ändern. Und sowas dergleichen. Das ist quasi das Ziel mit dem Spiel. Dass man kann durch die Story streifen, hat dann seine 50 Leute oder so und. Jetzt hat das Lied aufgehört. Ah, okay. Und schafft damit halt auch locker das Spiel und mit einem bestimmten Ende und fertig. Aber man kann es halt auch einfach erweitern. Ganz, ganz groß machen. Und das ist so der Hauptanreiz, der den Spieler dann am Ende am Ball halten soll. Und dafür zum Beispiel war es jetzt auch relevant, ich muss mal kurz in den Haus gehen, weil die Frame hier schon wieder rumspackt. Keine Ahnung, was das ist. Das ist nur mit der Steam-Version hier so. Dafür war es jetzt zum Beispiel relevant, dass ich hier ganz am Anfang Tugis das Tierfutter gebe. Damit er zu mir zutraulich ist, weil nur dann kann ich ihn, wenn ich ihn später im Spiel in der Hauptstadt wieder treffe, rekrutieren, weil er fühlt sich dann so zu mir hingezogen und ist ein großer Kampfkater geworden, dass er halt Bock hat, bei mir zu bleiben und an meiner Seite zu kämpfen. Oder auch nur Joseph hier, ja, das Gespräch mit ihm ist vollkommen optional, aber nur wenn ich ihm jetzt diesen fucking Apfel gebe, dann denkt er am Ende, ja, Digga, ich bin dir was schuldig, ich helfe dir bei dem Kampf. Und das sind schon, es fängt so früh schon an mit diesem optionalen Kram. Deswegen gebe ich ihm jetzt den Apfel. Danke, Ray. Ich werde dir ewig dankbar sein. Ciao. Klar, Joss, du bist verrückt. Man sieht sich. Das war im Prinzip schon das ganze Gespräch. Und das ist jetzt am Anfang total unscheinbar. Und man fragt sich, warum zum Teufel habe ich jetzt dem Katzenvieh Katzenfutter gekauft? Oder warum zum Teufel habe ich dem jetzt extra seinen Apfel geholt? Und das ist eben alles relevant, um die später zu rekrutieren. Wie man auch schon gemerkt hat, bei Tugis und Joseph, die hatten, bei denen wurde quasi ein Gesicht angezeigt, da links, während bei solchen Leuten wie Miriam hier, oder der alten Dame oder dem Typ da unten links, keine Gesichter angezeigt wurden. Und das ist hier so dieses Zeichen für, hey, das ist gar nicht mal so ein unwichtiger Charakter. Also, Facet haben bedeutet für gewöhnlich eigentlich Bösewicht, rekrutierbarer Charakter, oder ganz, ganz wichtiger, nicht rekrutierbarer Nebencharakter. Also das haben eigentlich wirklich nur die rekrutierbaren oder die ganz wichtigen Charaktere. So, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt in dem Dorf alles gemacht, wenn ich nichts vergessen habe. Ich habe noch nicht alles erledigt. Es kann sein, dass hier jetzt wieder irgendwas rumspackt. Mal schauen. Doch, ich habe definitiv alles erledigt. Aber jetzt spackt das natürlich wieder rum. Keine Ahnung, warum. Den Vorrat habe ich, das Geld habe ich, die Flasche habe ich, mit der alten Dame habe ich geredet. Und das war eigentlich alles. Also mit der alten Dame zu reden, das triggert quasi, das triggert, dass das hier erfüllt wird. Wenn ich jetzt gerade nicht weiter rauskomme, ich habe noch nicht alles erledigt. Aha. Keine Ahnung, warum ich hier jetzt nicht alles erledigt haben soll. Da ist irgendwo ein Fehler. Dann muss ich einmal kurz die Variable dafür erhöhen. Dorf hier, die ist auf 3? Das ergibt wirklich keinen Sinn. 5 Sachen müssen es sein. Ich habe noch nicht alles erledigt. Hä? Moment, was? Was? Ich kann nur noch nicht speichern, ne? Okay, wir sehen uns sofort wieder. Ich, ne, Moment, das ist ja DevCon. Ne, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder da. Kurz mal ultimativer Test. Ich habe immer noch nicht alles erledigt. Okay. Ich habe mal nachgeguckt. Das war gerade dumm von mir, die auf 5 zu stellen. Weil da steht zwar mal 5, aber es ergibt halt keinen Sinn. Weil die Sachen, die man machen muss, sind halt wirklich 4. Keine Ahnung, warum es auf 3 bleibt. Das werden wir dann im Edit mal checken. Aber ich werde es auf 4 stellen, denn mit 4 geht es weiter. Ich habe alles erledigt. Aber bin ich wirklich schon bereit? Ja, Mann! Na dann los. Tagebuch wurde im Inventar zugefügt. Mit dem Tagebuch kann man den aktuellen Spielfortschritt speichern. So, und damit sind wir direkt hier. Ohne lange Umschweife. Einfach direkt da. Und das ist halt so die nächste Sache. Keine Ahnung, man ist einfach plötzlich da. Wo ist man gewesen? Wie lang war die Reise und so? Ich möchte die Reise nicht großartig, also die Reise von seinem Heimatdorf in die Kampfschule, die möchte ich nicht unfassbar groß machen und erst recht nicht mit irgendwelchen spielbaren Elementen und noch mit Leuten treffen und noch ein Dungeon am besten oder so, sondern das soll auf jeden Fall alles sequenzenartig halt. Ist mir aber gerade schon wieder zu laut hier.
vonstatten gehen, halt ohne dass man da groß was spielen kann, aber da muss ich definitiv noch irgendeine Szene einfügen. So zumindest irgendwas, wie zum Teufel bin ich hierher gekommen und so, ja. Selbst wenn es nur ein bisschen Text ist, was das kurz erklärt, so, ja, Ray begab sich auf eine Reise, suff und da und nach so vielen anstrengenden Tagen war er da, Punkt. So wisst ihr, so natürlich nicht, aber da muss noch was hin. Allgemein im Intro werde ich noch was ändern. Also es wird noch eine Intro-Szene geben, eine große sogar, die habe ich auch schon mal gemacht, fast vollständig. Das ist allerdings ein Teil dessen, der mit meinem alten PC verloren gegangen ist. Also diese ganze andere Intro-Sequenz, halt eine zusätzliche Szene noch aus Rays Vergangenheit, die seine Beweggründe noch ein bisschen verdeutlicht. Ich war allerdings damals genauso schlüssig, wie ich es jetzt immer noch bin, ob ich das erst später, also nach dem Prolog, reinschmeiße oder ob ich das direkt an den Anfang packe. Das muss ich mir noch überlegen. So, wir sind jedenfalls jetzt vor der Kampfschule. Hier gibt es nicht viel. Hier liegen 2 Goldmünzen. Da oben ist noch eine Truhe mit 100 Goldmünzen und einem Bernstein. Man hat schon gesehen, über der Truhe werden die Items angezeigt, die man bekommt. Das möchte ich so auch gerne fortführen, allerdings muss da trotzdem noch irgendein Geräusch kommen, ja, irgendwas. Und auch die Anzeige unten links, die jetzt war, wo 100 Gold und ein Bernstein stand, das ist später bei anderen Truhen auch nochmal ganz anders dargestellt. Hier steht noch eine Frau, die sagt nichts, da fehlt der Doppelpunkt hinter dem Fragezeichen, wieder zur Nicht-Einheitlichung. Und diese ganzen Soldaten, die hier rumlaufen, die sagen auch gar nichts. Da unten liegt was, da bräuchte man eine Angel, um ranzukommen. Hier sind Steine drin, die stecken allerdings fest, könnte man mit dem Hammer raushauen. Das ist so Andeutung darauf, dass man bestimmte Werkzeuge innerhalb des Spiels bekommen kann, mit denen man dann erst später noch an bestimmte Items kommt. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier reingehen und hier beginnt sowieso nochmal ein großer Teil des Was zum Teufel laberst du und wo ist der Zusammenhang und hä? Ja, also wir sind für die Kampfschule angemeldet, sind angekommen und das Erste, was wir zu hören bekommen ist: Du bist zu spät. Nun denn, lasst uns anfangen. Ich begrüße euch hier in der Kampfschule Frieden. Kommen wir zur ersten Lektion, das Suchen. Kommt mit in den nächsten Raum, das werde ich euch alles weitere erklären. So, Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben. Diese Lektionen hier am Anfang ergeben wirklich einfach keinen Sinn. Und das bedarf definitiv Überarbeitung. Und jetzt kommt der erste Punkt, an dem man, glaube ich, merkt, dass sich mit dem RPG Maker 2000 Value ein bisschen was verändert hat und manche Befehle nicht mehr vollständig funktionieren. Denn wenn mich nicht alles täuscht, müssten jetzt die ganzen Charaktere nach rechts laufen und nach oben in den nächsten Raum, vielleicht auch nacheinander. Das ist so programmiert worden, dass sie nacheinander da hochlaufen. Aber ich glaube, in dieser überarbeiteten Engine hier wird das jetzt nicht richtig funktionieren und die werden einfach plötzlich verschwinden. So war es zumindest kürzlich bei meinem Test. Da. Laufen los. Weg, 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 weg. Einfach weg. Und ich verstehe nicht, woran es liegt. Da werde ich mich dann nochmal reinfuchsen müssen. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Also ich weiß definitiv noch, in der normalen alten RPG Maker 2000 Version ist das hier definitiv nicht passiert. So, wir gehen in den nächsten Raum. Und das nächste, was wir zu hören bekommen, ist vom Lehrer: Du bist schon wieder zu spät. Eure Aufgabe ist es, den kleinen Glanzstein zu finden. Los, such ihn. Dem Spieler fällt das natürlich direkt ins Auge. Mit den ganzen Leuten hier kann man auch wieder nicht reden. Wir haben den Glanzstein gefunden, zeigen ihm den. Gut, hol dir deine Belohnung aus der Truhe. Und haben 100 Gold und die anderen suchen auf ewig weiter, bis man in den nächsten Raum geht. Ach nee, bis man nochmal mit ihm redet. Gut, das Training ist für heute beendet. Eure Räume befinden sich auf der Hinterseite der Schule. Eure Namen stehen bereits auf den Türen geschrieben. Ihr habt jetzt noch ein paar Stunden. Um 10 Uhr ist Ruhe angesagt. Solange dürft ihr euch noch umschauen, aber nicht mehr die Schule verlassen. Morgen habt ihr einen ganzen freien Tag. Übermorgen geht das Training weiter, das steht fest. Also ab, geht auf eure Zimmer und legt euer Gepäck ab. So. Nach wie vor mit den Leuten kann man nicht reden. Die laufen hier einfach stumm herum. Und er, ja, keine Ahnung. Diese ganze Szene ergibt einfach keinen Sinn. So, schon sind wir in einer Kampfschule, die ziemlich easy hässlich ist. Das hat hier längst auch einen Sinn, die werde ich nicht großartig überarbeiten. Nur so ein paar Sachen sind halt, ne? Zum Beispiel hier überall ist halt rechts und links so eine Leiste. Und nur hier, da ist halt nur eine Pixel, quasi ein Block breite Wand. Und da passt dann dieser
diese Leiste nicht mehr hin und dann sieht es richtig kacke aus. Oder hier unten, dass sie da ist die Tiefe nicht zu erkennen. Hier so ein paar Sachen, die müssen einfach überarbeitet werden, weil es funktioniert so nicht. Hier rechts sind die Gilden, hier sind plötzlich übel starke und fette Gilden drin. Ich bin der Vertreter der Kämpfer, weise dich als Kämpfer, um unserer Gilde beitreten zu dürfen. Auch eine Sache, die ich später im Spiel dann einfach verworfen habe, aber hier am Anfang einfach noch drin gelassen habe. So eine Sache, die, keine Ahnung, bedarf halt logischerweise einer Änderung. Hier ist einer der Mitschüler, Steve. Hey Ray, ich denke gerade nach. Dürfte ich bitte meine Ruhe haben? Auch sowas. Hey, na, ich denke gerade nach. Lass mich bitte in Ruhe, okay? Hier drüben ist Jin. Und der sagt was ich kürzlich beim Test absolut nicht verstanden habe. Geh weg von mir, niederer Narr. Was ist denn bitte ein niederer Narr? Ja, hier kann man einkaufen. Ja, braucht man jetzt allerdings auch nicht unbedingt. Hier können wir Monster jagen. Das ist noch ein Bestandteil, ähnlich wie in Rogue Galaxy und in Final Fantasy XII. Da können wir uns hier so Aufträge abholen. Die kosten allerdings jeweils ein Gold. Und hier ist noch so ein Kram, alles klar. Die Aufträge haben wir dann als Textdokument sozusagen in unserem Inventar. Da stehen ja Informationen. Unser Name, missglücktes Experiment, zuletzt gesichtet, Kusawiesen, Baum, Mob Rang 1, Belohnungsgeber, Händler, Kusawiesen, Eingang. Bringe seinen Griff als Beweis. Ja, also es gibt halt bestimmte starke Monster in der Welt, die kann man hunten. Einzigartige Monster sei noch dazu gesagt. Und wenn man die halt besiegt, dann kann man bei einem bestimmten Typen dann Belohnung abholen. Und dann steigt man im Monsterjagdrang und dann kann man stärkere Viecher besiegen, stärkere Aufträge annehmen und bekommt dann bessere Belohnungen. So relativ gleich mit Rogue Galaxy und Final Fantasy XII, gepanzerter Monsterjäger. Der Name hier, hier steht zwar mal gepanzerter Monsterjäger, aber das ist sozusagen immer nur so ein Spitzname, so ein Titel sozusagen. Die Gegner selbst haben dann halt noch einen Namen, wenn man gegen sie kämpft. Aber so, das ist einfach nur sozusagen der Name des Auftrages. Zuletzt gesichtet, ehrvoller Wald, Lagerfeuerplatz, Mob Rang 1, Belohnung, weiblicher Samurai, Kampfschule, bringe sein Schwert als Beweis. Also man, der droppt dann irgendwas, das muss man als Beweis bringen, dann bekommt man die richtige Belohnung. So, hier kann man nicht mehr großartig viel machen, außer jetzt in sein Zimmer gehen, pennen und das Spiel weiterspielen. Also die Kampfschule ist halt auch echt nicht groß. Hier würde ich allerdings erstmal den ersten Part beenden. Durch das ganze Erzählen, logischerweise zieht sich das jetzt so ein bisschen. Damit sind wir jetzt bei einer halben Stunde, obwohl man definitiv keine halbe Stunde Spielzeit hier hat. Im nächsten Part, morgen wahrscheinlich, geht es dann weiter. Und dann geht das Spiel auch langsam richtig los, sage ich mal in Anführungsstrichen. Hier gibt es noch kein richtig Losgehen. Und wie gesagt, das ist alles noch ziemlich kacke hier am Anfang, wie man jetzt ja wahrscheinlich auch merkt. Deswegen... Ich denke, ihr versteht schon, dass ich da noch viel überarbeiten will und nochmal neu machen will. Und ja. Ja. Also im nächsten Part machen wir weiter. Aber es wird noch besser. Also ein bisschen besser wird es immerhin. Bis dann.